Da ist ja wieder die Sucht. Hier ist auch nichts. Also ich muss immer gucken, wo irgendwas auftaucht, womit ich arbeiten kann. So, hier sind die verschiedenen Läden, aber ich brauche ein Online-Gerät. Ach, warte mal, wisst ihr, was wir machen? Wir gehen mal zu unserem Computer-Hacker. Ach so, ich Idiot, das war falsch. In die Beamtenstraße werden wir nicht brauchen, da lohnt sich das vielleicht nicht. Geparktes Auto vielleicht? Nee. Wir brauchen ein Soundsystem, um die Musik zu hören, auf die auf der Kassette drauf. Da ist ein Terminal, guck mal. Ach komme. Dann machst du das jetzt, komm her da. Das war nicht das Richtige. Ach, schade. Aber der Terminal muss ja auch irgendeinen Sinn haben. Na gut, dann fragen wir erstmal unseren Hackerfreund, Bill Gates. Ob Bill Gates was angefangen kann mit dem Gerät. Ich meine, der arbeitet ja Tag und Nacht, also den finden wir. Dann gehen wir da mal rein, checken wir den mal aus. Gut, ich habe gerade was geprüft. So. Ach, den können wir das nicht geben. Kann ich das vielleicht als er machen? Okay, dann spreche ich ihn einfach mal an. Vielleicht kann er mir was dazu erzählen. Okay, der hilft uns nicht mehr. Den können wir auch keine Frage stellen. Ist hier irgendwo ein Musiksystem? Wir gucken mal. Mit den Brillen von den Freaks vielleicht. Oh ja, da hast du recht. Die Cyberfreaks. Hier haben wir auf jeden Fall... Soundsystem habe ich hier nicht, ne? Ach, das wird hier nicht besser. Okay. Dann gucken wir mal die Brillen von den Freaks. Da schauen wir da mal rein. Zum Beispiel an der Altstadt oben. Also unten. Ja, zum Beispiel, ne? Also bei dem geht das so schon mal nicht. Ich brauche irgendwo einen Sender. Wir müssen einen Sender finden. Hier ist auch ein Terminal, aber mit dem kann ich nichts machen. So, hier komme ich glaube ich nicht hinter, oder? Wo habe ich denn eventuell einen Sender hinter übersehen gerade? Können wir was bei ihr zum Beispiel machen? Guck mal, ach, wir brauchen von ihr das Armband. Das brauchen wir ja. Kann man ihr Musik geben? Ach, guck mal, warte mal. Sie hat doch Kopfhörer auf. May I disturb? Not really. Oh. Ach komm, die ist auch so Anti-Roboter eingestellt. Excuse me. Hi there. Are you one? Kann ich das mal aushalten? Okay. Are you crazy? Just for 5 minutes. No way. Nothing. I'd better. Sure. Ach komm. Mist, ey. Ärgerlich. Wir hätten jetzt die Kopfhörer benutzen können, vielleicht. Aber wir haben ja hier noch ein Soundsystem. Das da. Die macht was. Guck mal, jetzt wird sie nervös. Pizza? Wo? Und das war's, oder was? Hast du gesehen, dass die gerade nervös geworden ist? Wir machen das jetzt nochmal. Aha. Ich dachte, ich könnte nebenbei klauen. Okay, dann gehen wir mal als er darüber. Was ist das für eine Musik, die daherkommt? Und warum kann ich jetzt da Musik anhören? Das muss doch einen Grund haben. Huh? Tschüss. Jawohl. Ich bin so abgebrüht, Leute. Ich bin so richtig ich bin richtig auf Freak. Jawohl. Das habe ich so gewusst. Das war so klar. Die habe ich eiskalt ausgeraubt. Sag mal erstmal eine Sache.
Jetzt gehen wir nämlich hier unten zu der Robotertante und geben ihr mal jetzt erstmal genau das Teil. Guck mal. Ach so. Hello there. Excuse me. I can't understand. Ach komm. Okay, dann du. Wir haben das geholt. Guck mal, wir haben es geholt. Hello. Hello. How about your human? Yes. We got her DNA bracelet. Awesome. Guck mal. With the sequence coded in here, I can walk again. And it also shows me Gia's location. I'll go visit her. I can't wait. Good luck. I hope she'll drop her transmitter then. What? Oh, nothing. Well, I'll make sure she stops being out. Ah, ja! Ja, genau. Goodbye. Goodbye. Ja, Leute! Die hat ja, klar, die streamt 24/7. Guck mal. Und weil die 24/7 streamt, können wir das Teil, also ihr Handy, nutzen und können damit die Signale raushauen. Du hast keine mehr gebraucht, seit du 8 warst. What do you mean? It was me who needed you to feel like my existence still has meaning. Just like your transmitter, all I am is the purpose you give me. You should go home, Gia. Mother probably didn't even notice I was gone. You won't be going back for her sake. You should come home with me, GD. Wenn die jetzt ihr Handy fallen gelassen hat, ne? Dann hab ich, abgebrühter Typ, jetzt den Sender. Wenn er das nicht gesagt hätte, wäre ich natürlich absolut raus, ne? Zum Glück hat er das gerade gesagt. Aber pass auf, wir gehen da hin. Wir gehen da hin ins Diner. Ey, ich bin so gut in solchen Spielen, ey. Ah, ich bin so gut. Vergessen wir die letzten Tage. Guck mal hier, Online-Sender. Jawoll. Ja. Das ist genau mein Ding. So läuft das. Pass auf, jetzt machen wir. Jetzt kombinieren wir das, den Online-Sender mit dem Störsender. Ja, genau. Und jetzt können wir nämlich den Typen da unten mit dem Online-Sender so richtig schön, können wir das hier gleich benutzen? Nee. Da müssen wir da unten hin. Also heißt das, wir gehen jetzt, wohin gehen wir? Wir gehen hier ins Stadtzentrum. Dann gehen wir hinter in die Unternehmerstraße. Darfst du Kim erzählen, dass ich ja an den ersten 2 Tagen fast geheult habe, weil es nicht weiterging. Das darfst du Kim erzählen, ne? Fatix, herzlich willkommen im Livestream, schön, dass du da bist. Grüße gehen raus. Nee, bei mir schneit's nicht, aber im Spiel, da regnet's. Und zwar Berlin 2062. Nee, aber draußen Schnee, ich könnte mal auf die Kamera gucken. Ihr wisst, ich gehe immer so ungern raus. Nee, aber also das war nur sehr kalt bisher. Schnee hatte ich nicht. So, jetzt pass auf, komm. Jetzt machen wir hier. Jetzt komm. Bitte, bitte. Ja, der macht was. Schick. Yes. Okay, morgen soll es schneien. Hey, der Typ ist weg. Der Typ ist sowas von weg. Und das war... Ey, es geht ja hier so einfach, geht das. Es geht so einfach. Ja, ich finde, das ist ja wirklich, das ist ein... Wisst ihr, bisher muss ich auch mal sagen, das ist ein Spiel, wo auch alles irgendwo logisch ist bisher, was mir so gefällt. Bald ist auf dem Weg der Schnee. Ah, okay. Das ist wirklich so... Ich hab was vergessen. Ich muss natürlich in jedem Winkel erstmal gucken, ob da was rumliegt, ne? Ich meine, die haben so gut aufräumende Roboter hier. Hier liegt nichts rum, okay. Da liegt nichts. Kann man machen... Ich habe aktuell, ich guck immer mal, ich habe eine CPU-Auslastung von 9% und 60 Bilder pro Sekunde. Die neue Grafikkarte scheint sich gelohnt zu haben. Ebenfalls habe ich jetzt OBS wieder komplett gecleant. Es ist ein ganz sauberes OBS Studio wieder. Alles easy. In dieser Sachsen schneit es seit heute durchgehend. Ach du dickes Ei. Ach du grüne Neune. Liegt hier was rum? Nee. Oh, hier ist der Flur nach hinten. Dann haben wir nur den Konzern-PC hier. Müssen wir mal da reingucken. Da werden wir uns bestimmt reinhacken müssen, glaube ich. In Nordhessen ist es voll warm. Oh je. So, alte Arbeitgeberdateien. Wähle eine Datei. Quelle für den Cyberspace-Verstöße. Firewall-Update für Cyberspace. We don't have time.
Ich weiß ja gar nicht, was ich jetzt hier machen soll. Ne, wir müssen in den alten ehemaligen Dateien gucken, hier. Und bitte ja das Austritts wählen. It must be a more recent. Genau, wir also genau, wir haben es ist 2067, der ist das muss das. Ja, dann ist es doch. Was haben wir 20, was haben wir denn 2062? Ich bin Glumanda, ja genau. Ja, das geht schnell bei mir. Das geht schnell bei mir. Warte mal, ganz kurz mal gucken. Wir haben, was haben wir denn 2067? Was haben wir denn für ein Jahr? Ach, kann ich kommen? Ich weiß gar nicht, welches Jahr wir haben. Haben wir 62 wirklich? Dann haben wir, wenn wir 62 haben, dann muss es ja das hier sein. Ja, dann haben wir 62. Hätte ich auch gleich sagen können, ne? Initialen. Rennherzog. Belobigt für, verfügt über hohen Scharfsinn, ist sehr motiviert und fleißig. Verbesserungspotenzial, er neigt dazu, die Zeit zu verlieren. Mit Gehaltskürzung und Neuzuweisung gestraft. Es wurden Verstöße der Richtlinien für das Projektdesign festgestellt. Sicherheitsfunktionen und staatliche Kontrollen nicht implementiert. Projekte alternativer Cyberspace, die Intensiverfahrung entlassen. Stellvertreter Joseph Fassbinder und Jonas Rumpf. Da oben steht da. Ich. Da oben steht's. Ja, so ist es. So ist es in meinem Leben. Mein Bildschirm ist zu groß, Freunde. Ich gucke immer da unten und sehe nicht, was da oben passiert. Ja. Und ich habe aber irgendwie gedacht, 2065, siehst du. Also pass mal auf. Jonas Rumpf. Das muss ja das, entweder der Sohn vom Präsidenten sein oder der Präsident selbst. Wir wissen ja noch nicht, ob der Donald Rumpf heißt, ne? Das habe ich ja nur so geschätzt. Okay, Joseph Fassbinder und Jonas Rumpf. Dann gucken wir mal nach Jonas Rumpf. That's not the initial of Tina's dad. Ach komm. Interesting. Ich wusste nicht, dass Herr Rumpf vorher bei... Tatsächlich ist er! Okay, wir sollten nach Josephs Namen sagen. Okay, dann haben wir das soweit rausgefunden. Dann können wir jetzt in den Wohnbezirk zurückgehen und suchen nochmal die Omi auf. Also wenn das so Stück für Stück läuft, ja, dann finde ich das ziemlich cool. Dann ist das schon fast wie so ein Cinematic Game, ne? Habe ich ja, da haben wir Heavy Rain haben wir gespielt, Detroit Become Human haben wir gespielt, Until Dawn haben wir gespielt. Beyond Two Souls fehlt noch in meinem Portfolio. Twin Mirror habe ich gerade durchgespielt. Alles schöne storybasierte Games, ne? Und das hier hat auch, im Moment gefällt mir das auch. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent vom Spiel wir schon gespielt haben. Lass mal gucken. Mit der Weihnachtslotterie, das stimmt nicht. Es ist noch nicht Weihnachten. Okay, pass mal auf, wegen Papas Freund. Was his name Joseph? Joseph. That rings a bell. Yes, now I remember. Bei der Oma ist die Tür immer offen jetzt. We spend lots of time together. Always hanging out somewhere in the Neo-Berlin slums. Die Slums, jetzt bin ich gespannt. Smirks. Smirks? Yes, Smirks Bar in the slums of Neo-Berlin. That's your next stop if you want to find out more about your dad. Thanks. Okay. Goodbye. Jetzt gehen wir in die Berliner Slums. Haha. Ich bin gespannt. Wollen wir denn auch sagen, dass es nicht stimmt mit Weihnachten? What? I lied about the Christmas lottery. It's not Christmas yet. Which lottery? And who let you win? Are you a scammer? Did Rumpf send you to get my vote? No. Nothing. I'll let you rest. Good. Okay. Na, okay, jetzt pass auf. Jetzt haben wir bestimmt ein neues Ziel, wo wir hinlaufen können. Die Slums von Berlin. Ach, da oben! Ja!
Slum. Jetzt bin ich gespannt, Freunde. Da waren wir noch gar nicht. Die Slums sind neu. Die sehen bestimmt so richtig keimig aus. Können wir uns das gleich mal ganz in Ruhe anschauen. Können wir mal ganz entspannt einen... einfach mal reingucken. Weißt du was? Ich muss mal ganz kurz... Wie wäre das? Kann ich das machen, wenn ich... Ich kann die Kamera nicht vom Streambus trennen. Ich kann nur ausmachen oder runterschieben. Das muss ich mir später anschauen. Okay. So, wir sind also in den Slums gelandet. Wir gucken mal, ob hier was rumliegt. Da ist ein alter Mann, der kann offenbar auch mit uns reden. Ich sehe aber auch, hier liegt nichts rum, ne? Clubgasse. Angestellter. Ladenschild. Was steht denn da drauf? Ist das chinesisch für... für das, was er gesagt hat? Was sie gesagt hat? Okay, da werden Geräte elektronischer Natur verkauft. Na dann, wollen wir mal gucken, was die erzählt. Hey, Valentina hier, at your service. Valentina. Ah, beim 47 waren die Augen noch schief. In diesem zarten Alter solltest du nicht hier arbeiten. Are you not too young to work in this neighborhood? Only if you're a little girl, too young to shop here. The logic is sound. So, anything you'd like to buy? Okay, was für ein Laden ist das? Elektronik, wie wir wissen. What kind of shop? We sell gadgets. Everything from a personal shaving gadgets, finde ich cool. For your car. How about a Rasierdrohne. Stick it on your arm and tune your body stick. I mean aroma. Verführe jemanden. Was es denn hier alles gibt, hä? Eine Deodorantendrohne, eine Rasierdrohne, das gibt's alles. Der Weihnachtsmann mit Cyber spezialisiert. Ja, genau. So ist das. Ja, aber spezialisiert passt doch. Meinst du hier vorne? Das ist der Weihnachtsmann. Ich habe es gesagt, an der Stelle ist es natürlich auch so, okay, da kann man coole Sachen bestellen beim Weihnachtsmann, aber du hast recht. Das ist der Weihnachtsmann. Pass mal auf. Du hast recht. Hello. Hey, hey. That you actually. Bye. Okay, die hat, mehr hat die nicht. Das ist der Weihnachtsmann, du hast recht. Good evening. Good evening to you. Metallic friend. Der klingt ja sogar so. Wer bist du? I'm Frank. I'm 82. I was born on the 30th April 1980. I grew up in Düsseldorf. Great time in Germany. Life back then was amazing. You could travel around the world and no cyberspace. Well, the internet boomed in the early 2000s. But that was nothing compared to modern cyberspace. I studied at a university in Hamburg, and... All right, it's enough. I need to save memory. I can't handle all this info. Ey, aber Leute, wenn man das jetzt so hört, was er gerade erzählt hat, ne? Da könnte man ja total denken, dass das... Der hat unsere aktuelle Zeit zusammengefasst, ne? Ist das nicht total cool? Dass der gerade so genau das erzählt hat, was man eigentlich so... Also... Fand ich jetzt total cool gerade. You look half robotic as well. My soul is human, but yes, I have this mechanical arm. A robotic eye with the pro-optic Kinoka lens, a synthetic liver, a plastic prostate. One of my kidneys is made of fiberglass. I have nanobots running through my veins. All right, it's enough. I need to save memory. I can't handle all this info. Ach komm, du hast doch bestimmt ein paar TB-Byte RAM. Do you know where Smirk's Bar is? Surely. I've been going to that bar since old way before you were built. Ey, vielleicht ist das ja, den wir suchen. Best drinks in Neo Berlin. Best women too. Mm-hmm. Like Astrid. I met her there back in 2049. Wonderful eyes. Old Sylvia. Met her there in 2053. Amazing leg, Sylvia. Guck mal, er kann sich auch alles merken. But they don't make the spritz as they used to do.
They don't get their Prosecco from the Venice area anymore, so... All right, it's enough. I need to save memory. I can't handle all this info. Ach, immer hat er das gleiche Problem. Aber wisst ihr was? Ich glaube, das ist der, den wir suchen. Das ist, glaube ich, der junge Mann, den wir suchen, Freunde. Der ist das. Aber wir werden in die Asia-Gasse oder in die... Hat er gerade gesagt, in welcher Gasse das war? Ich hab's verpennt, ne? It's Tina, my human. I must protect her. My parents are dead, Sam. The world needs you to see this mission through. Incompetent! The whole lot of you! Find Sam. Stay with you?